Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio City Block. Ich und der liebe Korte, wir stehen hier schon mit unseren Raketensilos, weil wir nämlich alle unsere Ressourcen ins LTN-Netzwerk drin haben, was wir für den Raketen brauchen. Selbst Satelliten haben wir schon gebaut, und Treibstoff wird gerade geliefert, und der Korte probiert sich gerade mal mit dem LTN aus. Du musst es ähnlich schalten wie das da vorne, das Ding. Genau gleich eigentlich, nur mit Steuereinheiten für Raketen. Wenn man es einmal versteht, Martin, ist es gar nicht so schwer, ne? Ja, so ist richtig. Ein Zug reicht völlig. Mehr als ein Zug braucht man nicht anfordern. Oh. Einen Satelliten hast du wahrscheinlich dann in der Tasche, ne? Hast du mal die Kiste da unten stehen sehen, die mitten auf der hier unter dem Silo steht? Oh, da sind ein paar fertig. Ja. Aber das sind die einzigen, die wir haben. Es werden gerade keine gebaut, weil wir Prozessoren oben brauchen. Okay. So, dann brauchen wir jetzt nur auf die anderen warten und dann geht los. Zug ist unterwegs. Der ist, glaube ich, auch schon auf dem Weg zu uns. Sieht zumindest so aus. Ja, ist unterwegs. Und da ist er. Komm da. Sie haben die Raketen gebaut. Ruckzuck, wa? Ja, langsam. Hm? Ja, guck mal, was ich da reingeschafft in den Raketen. In das Tempomodul mal 3 alle. Ja. Weißt du, wie es noch schneller geht? Indem man dann halt diese Effektteiler baut und die drumherum baut und da über Effekt Tempomodul rein. Da geht das so durch. Zack, 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 zack. Effektteiler. Effektteiler? Sag nicht, ja. Hörst du das erste Mal. Den hatten wir noch nicht gebaut, das ist fraglich. Doch, den hatten wir in der letzten Staffel auch gebaut, den Effektteiler bei den Raketen. Und so. Ja, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Den haben wir ja drumherum gebaut. Effektteiler, das ist da bei den Produktionsmodulen. Da tust du sozusagen Produktionsmodule rein und alle in Radius erhalten halt den Effekt, was dieser Effektverteiler hat. Achso, der da. Ja. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Ich glaube, bis du wieder da bist, sind die ersten Raketen schon fertig. Die sind schon bei 64%. Ja, und die baust, schickst du nicht los, bis ich wieder da bin. Wo, dann warte ich hier. Zack, und der nächste Zug mit Raketenmodulen. Oh oh. Was werden wir Satelliten noch alle gleich aufbauen? So, der Herr, liebe Korte, was sagen Sie dazu? Dass wir quasi City Block gespielt haben und einen Kreislauf haben mit Raketen. Sorry. Ich hab grad mal City Block gemacht. Ich hab's bin ich in die These hängen geblieben. Ja, nein, wir sind gerade nur am Dungeon rennen. Wir sind immer noch mitten dabei. Aber ich habe jetzt gerade den Stream aufgemacht. Ja, nice. 3 Raketenstrahlrampen. Ja, und sagen wir mal jetzt. Theoretisch. Nice. Wir haben große Speier haben wir getötet. 262.415 große Beißer.
Weiß, hast du gerade 10? Abonniert schon für den 11. Monat. Ein Resub. Danke, Vitis. Danke. Ja, er hat es mir gerade angezeigt. Ne, wir haben alles vollautomatisch am Laufen, theoretisch. Wenn wir jetzt noch theoretisch Satelliten hinlaufen lassen würden, vollautomatisch im System, wären wir, ja, würde durchgehend starten, in Minutentakt wahrscheinlich. Krass. Große Beißer, 234.034. Riesige Wann kommt Beißer. Die Folge raus? Diese Folge? Ich denke Dienstag oder so. Ja, dann weiß ich, was ich hier da mache. Die ist auch gerade erst angefangen. Oh, ist die ist gerade erst angefangen, ja. Wir sind gerade erst in der 6. Minute. Achso, dann gucke ich euch im Stream weiter zu. Wieso? Weil wir immer noch am Rennen sind. Ich bin nebenbei jetzt gerade hier noch am Laufen. Einfach abzukloppen. Das hat irgendwie richtig gehuckt. Jetzt schon dritter Tag oder so. Wenn du ja gerade im Stream dabei bist, ne? Wir haben hier so richtig geile Anlagen gebaut, ich und Korte zusammen. Also so Steuereinheiten. Die nächste schon wieder fertig. Ja, es geht ruckzuck. Bringen die nicht noch irgendwas mit? Ich move nochmal zu. Ja, die bringen was mit. Ich höre euch im Stream zu. Und freue mich auf die Folgen. Also auch was vorher passiert ist jetzt. Muss ich was schneiden, das ist die dritte Folge heute schon. Ja, dann habe ich jetzt am Wochenende was zu gucken. Und hast du das Video gesehen, was ich dir gezeigt habe? Also was ich dir den Link gegeben habe? Die Forschungsflaschen, Vitis, die lieber Korde, die wir hier haben. Damit wir hier einen Zug, so einen LTM-Bahnhof bauen können. Verbinde ich schon mal, damit das gleichmäßige Beladen funktioniert. Hier hinten ist so ein zu viel zum Schluss. Was? Hinten sind 7 statt 6. Ganz einfach. Yay. Das ist quasi ja fast das Ende der Staffel eigentlich, ne? Mein drittes, ja. Das Einzige, wir machen, ja, aber das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich habe mal vorhin überlegt, was ist, wenn wir mal wirklich so ein Spiel machen und die ganze Welt einnehmen. Aber ich glaube, das wird nicht mitmachen, das wird abkacken alles. Das wird gar nicht funktionieren, so groß wie die Map ist. Sag niemals nie, da hat man was zu tun. Aber das Problem ist, dass mal würden wir das Spiel macht es ja auch nicht mit. Das merkst du ja jetzt schon. Ja. Theoretisch sind es jetzt nur noch um Endlichkeitsforschungen, die wir haben, ne? Aber Spider-Tron, das möchte ich auf jeden Fall haben.
Und tschüss, Rakete. Schick nochmal drei weg. Das wird's schön, also. Jo. Guck mal, die starten auch ziemlich alleine. Schaltung ist falsch. Zack. Weiße Flaschen. Mit jeder Rakete, die wir starten, ne? Ah, wir haben keine leichten Dinger mehr. Leichtbauteile, ja. Wir haben irgendwo Engpässe, das ist normal. Aber die müssten, glaube ich, gleich wieder gebaut werden. Also, die werden gebaut, so ist es jetzt nicht. Zug müsste auch unterwegs sein, oder nicht? Oder es ist halt noch nicht genug da, dass angefordert wird, ne? Tatsächlich habe ich gedacht, wenn wir mal Factorio spielen, wieder, dann würde auch wieder was Spezielles sein. Jetzt quasi das nicht zusammenbaut, zum Beispiel so dieses Teamspiel, dass ihr beide, also du und Vitus in einem Team seid. Und sozusagen gegen mich. Ja, aber wenn wir wieder so ausarten, ist auch kacke. Da können wir ja gar nicht so ausarten. Da werde ich dann die passenden Mods raussuchen, dass man auch Fahrzeuge fernsteuern kann. Und dann geht es nachher drum, eins zu finden, aber dann wird auch die Map nicht aufgedeckt, ne? Du meinst, so wie ich das letzte Mal mit dir gemacht hatte, ja, ja. Diesen Langleistfilm gemacht habe. Ja, ja, du und Vitus gegen mich. Anders wäre es nicht fair. Also müssen wir ehrlich sein, ne? Ist eine geile Idee. Aber dann nehmen wir die leichte Artillerie mal raus. Nein. Das ist meins, das bleibt. Wegen, das ist. Du darfst die bloß nicht verwenden. Ich darf die nicht verwenden. Richtig. Jo. Und dann so, jo, ich mach mal still und heimlich mal so einen kleinen Outpost bei Frankie in der Nähe. Gucken, was passiert. Nein, die muss raus, jetzt eine Range, die Range ist viel zu krass. Ja. Geht gar nicht klar dann. So, dann dahin. Da vorne ist was, was ich abreißen kann und kann ich dann halt den Anforderungsbahnhof machen für die weißen Flaschen, damit das auch in so Forschungseinrichtung kommt, oder? Heute. Guck mal, Altlasten, da ist sogar noch gelbe Munition drin, ey.
teabaggen mich. Die Drohnen. Wie Zeug in dem Inventar. Falsch gebaut. So ist richtig. Hey, da würde die gleiche Artillerie rauskommen, dann würde ein Mod hinzukommen, dass man zum Beispiel Panzer und diese Geländewagen halt fernsteuern kann, ne? Würde dann dazukommen. Dann hast du dann so eine Art wie Spielähnlichkeit wie dann so ein Command & Conquer, weißt du? Du brauchst auch diese Artillerie nicht, wenn du so spielst. Wahrscheinlich auch irgendwie eine interessante Sache. Wegen, vor allen Dingen, es dauert ja einen Moment, bis du deine ersten Fahrzeuge baust. Und Panzer schäden ja auch gegen Verteidigungslinien, gehen ja da auch kaputt und halt so ein Scheiß. Dann baust du halt nicht nur gegen die scheiß Aliens Verteidigungslinien, sondern auch zum Beispiel du dann gegen mich, weißt du? Glaub mir, das willst du nicht, Frank. Weil du deine Armee wahrscheinlich sammelst, wa? Nicht das, du weißt, ich bin bei der V und rum und dran. Ja, betreib's gerne. Guck mal, was ich jetzt hier beim Raketensilo gemacht habe. Klar übertreibe ich. Wie, baust du mehr als einen Resilo oder was? Nein. Das brauche nicht. Ich nicht mehr, die Raketen werden zu schnell gebaut. Ach so. Jetzt verstehe ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die gleichzeitig starten. Nein, die linke ist schneller. Ich habe hier schon 6 Flaschen eingebunden, ne? Ich muss jetzt überlegen, wie bringe ich jetzt die 7. Flaschenart da rein? Ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Da muss ich nur ein bisschen was umbauen. Ich habe gerade die nächsten 3000 gerade auf.
So, gucken, ob das gleich alles so klappt, wie ich möchte. Wie viele haben wir denn da schon? Oder wir haben wahrscheinlich keine Züge frei, habe ich so das Gefühl. Dass LTN gerade funktionieren könnte. Keine Ahnung, was haben wir denn da? 8,9K. Ich fürchte, wir haben gerade keine Züge in LTN zur Verfügung. Ich sehe auf jeden Fall, Depots haben wir genug. Aber da stehen kaum Züge drin. Weil die alle unterwegs sind. Wie gesagt, ich habe hier um die ganzen Raketen die Lust noch Effektverteiler verbaut. Ja. Auch noch Tempo rein. Geht ab wie Zunder jetzt. Auch nicht gerade wenig, glaube ich. Was ist 24 Stück? 24 Effektverteiler um die 3. Stimmt, es fehlen Züge. Muss ich einmal zum Bauhof. Muss ich sowieso einmal vorbei. Bin so voll gemüllt. Funktioniert das denn so mit den Effektverteilern, wie ich das gemacht habe? Ja, ne? Moment. Ja, da muss mit einem Rand drin sein, ja. Das ist richtig. Ja, ist ja überall. Deswegen sage ich, wir brauchen keine Radilos mehr, wir haben genug. Einmal leer machen, bitte. Na, danke. Ich brauche noch ein paar mehr Züge. Ein Depot fahren und da Züge aktivieren, weißt du? Ja, ich komme gleich mal wieder. Mehr Züge ins Netzwerk sprengen. Gucken wir mal. Wie sie gleich aussieht.
Kein Zug unterwegs. Fehlen wieder ein paar Züge, ne? Flüssigzüge fehlen halt, ne? Wo wird noch Flüssigkeit abgeholt? Wird dann noch Öl abgeholt. Da wird Öl hingebracht. Zur Verteidigung. Mein Gott, die Anlage ist einfach nur viel zu groß geworden. Gleich direkt wieder los. So, noch einen Zug da reingebracht. Erstmal wieder zurück zur Rakete, was da los ist. Nix. Wir stehen. Und warten, dass ich die wieder wegschicke. Ja, ich bin hier gerade am gucken. Irgendwo ist hier gerade ein bisschen der Wurm drin. Der Wurm ist hier produziert nur die Fleischteile. Das ist das Einzige. Ja. Nur, dass hier noch nichts abgeholt wird. Obwohl hier eigentlich... Wie denn auch? Der weiß ja gar nicht, dass hier was ist. Wähler schon gefunden. So. Standen wieder Raketen. Juhu. Ja, eine nur. Wir wissen, wie schnell die nachgebaut wird jetzt. Dauert einen Moment, muss erst wieder schließen. Werden mehr Greifer dran, wenn sie schneller gebohrt werden. Aber ich glaube, schneller sind die Fließbänder auch nicht, ne? Doch, wir könnten da noch welche dran hängen. Da müssen wir den Strom im Moment nach. Warum?
Ah, das reicht doch. Oh, die Schnelligkeit. Guck mal, jetzt kommen die Tempo, die Bude gerade hinterher. Ja, ja, guck mal. Zack, fertig. Ein paar Sekunden dauert das. Dieser sind noch zwei für dich drin. Also. Ich habe eine losgeschickt ohne Satellit. Ist gerade so laut. Werden jetzt die weißen Flaschen auch hingebracht in Forschung, oder? Die werden gleich abgeholt, die Flaschen. Also der Zug war wohl gerade da. Dass die Roboter sich schneller bewegen. Ja, mal gucken, ob wir das Spiel zum Abschluss machen. Ja, nicht über den. Ja, hier nicht. Aber dann fahren wir zum Logistik irgendwo hin, wo ganz viele Drohnen arbeiten. Dann nochmal 10.000 Drohnen hinbringen. Da sehe ich mich. Das schwankt ja jetzt schon bei mir rum. Die ganze Zeit. Einfach mal ein Depot mal komplett leer machen und dann einfach mal wieder. Alter, das ist so riesig geworden, die ganze Anlage hier, ne? Das ist krass, ne? Was wir gebaut haben. Ja. Ich würde gerne weiterbauen, aber es bringt nichts mehr. Doch, du kannst ja optimieren und schneller Raketen bauen. Ja, aber guck mal, wenn ich komplett aus dem Map rausscrolle, gehe ich runter auf 7,6. Ach so, ja, okay. 6,3 gehe ich komplett runter. Es geht immer noch tiefer. So, meine Freunde der Robotergesellschaft, ich möchte gerne Roboter kaufen. Ich möchte gerne 5.000 Stück kaufen, bitte. Danke. Habe ich überhaupt genug Platz dafür im Inventar? Wollt ihr Logistik oder was? Ja, ja, Logistikroboter. Er hat gerade 5.000 Stück bestellt. Warte mal mit zum Kupferumschlag zu platzen. Lass da mal die frei, die ich schon habe. Ja, guck mal, da haben wir ja gerade Ziele schon freigelassen, das reicht aber noch nicht. Da sind ja, glaube ich, noch 3-4 Kisten oder so, ne? Mit welchen drin, ne? Ja, ich habe mich auch komplett voll gemacht. Und wo fährst du hin? Weiß ich noch nicht. .000 passen hier maximal rein in diesem Netzwerk. Ich glaube, wenn du die freigelassen hast, ist das Maximum schon erreicht. Die haben hier jetzt schon 23.000 drin. Jetzt soll mal ein Kupfer zukommen, wa?
25.615 hier drin jetzt. 26.668. Alles, was ich habe jetzt. Mehr passt hier, glaube ich, auch nicht rein. Ich glaube, 30.000 ist Ende für den Umschlagplatz. Mehr Hangarplätze sind da nicht. Spider-Tron hätte ich hier gerne noch, ne? Diese Spinne. So, liebe Freunde, was? Es kommt natürlich gleich noch eine Folge. Ist noch nicht ganz das Finale. Das Finale wird nachher sowieso wieder eskalieren, denke ich mal. Und das wird auch nicht diese Woche passieren, sondern wird dann wahrscheinlich im nächsten Livestream passieren. Der, denke ich mal, dann nächste Woche oder übernächste Woche ist. Je nachdem, das wissen wir noch nicht ganz genau. Einfach mal, könnt ihr mal einfach in YouTube verfolgen. Ich werde es dann wahrscheinlich im letzten Video vielleicht in die Kommentare schreiben, wann der finale Livestream ist von hier. Deswegen, ich werde jetzt gucken, dass ich in ein Depot komme und dann sehen wir uns da auch nachher wieder. Bis dann, ciao, euer Schrank.